Jahr können wir tatsächlich die 10. Ausgabe des German Design Award feiern. Der Preis hat sich wirklich sehr gut entwickelt, ja, in Richtungen, die wir uns damals noch gar nicht ausmalen konnten. Wirklich konzipiert als German Design Award ist es inzwischen ein sehr internationaler Award, ein Award, der aus ganz vielen Bereichen Einreichungen hat. Ich glaube, dieser holistische Ansatz hat sich genau als richtig erwiesen. Besonders macht den German Design Award einfach die Vielzahl an Kategorien, dass wirklich alle Bereiche von Design ihre Rubrik und ihren Platz finden und bewertet werden und damit eben auch letztendlich die Designlandschaft und die Fähigkeiten der verschiedenen Leistungsträger da auch bewertet werden. Das heißt, man misst sich hier auch in einem internationalen Maßstab. My experience has been fantastic, a learning experience. It has been intense, so I've been honored and humbled in the presence of these great designers. Hybrid ist immer eine Herausforderung. Wir sehen hier 50% der Produkte live und 50% sehen wir digital. Wenn man das analoge Produkt vor sich hat, ist es schon mal ein großes Fund. Aber durch das Video kann man noch viel mehr die Performance halt vermittelt bekommen. Also man kommt schneller auf den Punkt. Ich bin ja dieses Jahr das erste Mal dabei bei der Jury-Sitzung und es ist super anstrengend, weil wir tatsächlich in unserer Kategorie sehr, sehr viele tolle Einreichungen haben. Also wir sind zu dritt und ich habe glücklicherweise auch einen dieser alten Hasen dabei. Das ist, glaube ich, total super und hilfreich und das macht auch so viel Spaß. Das Thema Design ist auf der ersten Ebene in den Unternehmen angekommen. Und da tragen natürlich auch Awards wie der German Design Award einen erheblichen Anteil, weil sie machen diese Erfolge und diese guten Leistungen sichtbar und führen eben auch dazu, dass das Benchmarking, dass die Flughöhe steigt. Und ich glaube, das ist der ganz große Verdienst des German Design Award, dass wir das hier in den 10 Jahren leisten konnten.